Hitzewelle hat mich erwischt, also die Tassendeckwelle besser gesagt. Das breitet sich ja gerade echt aus wie so ein Grippevirus. Und ja, ich habe mich jetzt auch anstecken lassen. Und im Hintergrund ist Staubsauger. Weil ich habe ehrlich gesagt die Videos die ganze Zeit nicht geschaut, weil ich einfach nur dachte, dass die Leute irgendwie ihre Kaffeetassen hochhalten und eine Geschichte dazu erzählen. Fand ich nicht so richtig spannend. Und ich selber habe auch gar nicht wirklich viele Kaffeetassen. Von daher, also das da sind zum Beispiel auch nicht meine. Aber dann habe ich beim Tillmann irgendwie reingeschaut, weil ich dachte, Mann, was, der Till macht da auch mit. Und habe dann gesehen, dass es ja doch eher so ein kleiner Küchentag ist und das passt dann schon wieder ein bisschen besser zu mir. Und deswegen mache ich einfach mal mit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mich irgendwer getaggt hat. Und ich sage aber ganz ehrlich, Leute, ich habe bis auf Tills Video mir davon keins angeschaut. Und ein Stück von Livia, aber sonst nicht. Also ja, sorry. Die suche ich mir jetzt aber auch nicht alle raus, weil meine Abo-Box ist unübersichtlich genug. Ja, ich habe die Fragen hier auf so ein Zettelchen. Ich bin ja so ein Oldschool-Zettelschreiber, ne? Also ich mache mir die Notizen nicht am PC oder auf dem Smartphone. Verbraucht natürlich mehr Müll. Aber ich mache es dann immerhin so, ich nutze die Zettel wirklich komplett. Also Vorderseite, Rückseite und schmier auch hier kreuz und quer rum. Also das geht schon. So, und dann fange ich mal endlich an. Ich koche in einer quasi Zweier-WG, die ich mit meiner Mutter zusammen habe derzeit aus finanziellen Gründen, aber wir verstehen uns ja auch. Und ihr seht es ja immer bei den Kochvideos, die Küche ist ziemlich klein. Also das hier ist schon die Rückseite der Küche und vor mir ist dann eben Spüle, Herd und so. Also es ist ein bisschen größer als eine Single-Küche, aber man kann sich damit arrangieren. Also man gewöhnt sich an alles. Natürlich ist es in einer riesigen Küche viel toller, die hatte ich auch schon, aber ja, geht alles. Ja, meine Lieblingstassen, die habe ich jetzt schon mal vor mich gestellt. Also wie gesagt, diese da gehören mir nicht. Die benutzen wir auch überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Deko von meiner Mutter. Und auch da sieht man ja, das sind so Lavazza-Tassen, die benutze ich auch nicht. Und auch diese chinesischen Tassen benutze ich nicht. Ich finde die, da trinkt es sich nicht schön draus. Die sind irgendwie zu gerade und weiß ich nicht. Ich benutze eigentlich immer nur zwei Tassen. Das ist einmal hier meine Eulentasse. Die hat mir der André geschenkt. Also irgendwann dieses Jahr. Und der trinke ich total gerne draus. Sowohl Kaffee als auch Kakao als auch Tee. Und dann benutze ich noch diese Engeltasse. Ja, die finde ich auch schön, weil ich mag ja Engel und die aus der lässt sich auch schön trinken, weil die nach oben hin so geöffnet ist. Aber ich muss sagen, also die finde ich doch so am coolsten, auch so von der großen Öffnung. Da schmeckt mir das einfach am besten draus. Ja, und die Engeltasse ist aber auch gar nicht mir, die ist meiner Mutter. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann wieder ausziehe, dann nehme ich die einfach mit. Und dafür lasse ich ihr meine chinesischen da, die benutzt sie nämlich. Mein Lieblingsheißgetränk ist eigentlich Tee. Ja, immer dieses Wörtchen eigentlich. Ich trinke aber halt auch morgens super gerne meinen Cappuccino. Aber ich muss mal niesen. So. ja, morgens trinke ich meinen Cappuccino, aber ansonsten trinke ich dann eigentlich am liebsten Tee. Kakao trinke ich am liebsten kalt. Und im Moment trinke ich viel zu viel Kakao, deswegen wird meine Haut auch gerade wieder total unrein. Aber egal. Welcher Küchenbewohner macht mich wirklich stolz? Also stolz, jetzt bin ich nicht unbedingt irgendeiner. Ich würde sagen, es gibt einfach welche, auf die ich gerne nicht mehr verzichten würde, die mir ans Herz gewachsen sind. Das ist zum Beispiel der Brotbackautomat. Den habe ich vor einigen Jahren gebraucht von einer Freundin bekommen. Und ich finde es ganz toll. Also mir schmeckt das Brot riesig gut, was da rauskommt. Es geht vor allem auch schnell und man kann es sich super anpassen. Und da oben ist einmal der Mixer, den hat mir der Freund meiner Mama geschenkt. Da mache ich halt Smoothies, Brotaufstriche und was weiß ich was.
Dann Wasserkocher benutze ich halt für Tee und Cappuccino. Handrührgerät für Kuchen, Plätzchen und so weiter. Und eigentlich, worauf ich am wenigsten verzichten kann tatsächlich, ist mein Kartoffelstampfer. Ja, erst neu dazugekommen ist halt der Mixer. Den habe ich jetzt, boah, ich habe ja so kein Zeitgefühl. Weiß nicht, seit einem Monat oder so habe ich den. Trinke jetzt immer ständig meine Smoothies und versuche halt, was ich da noch so alles mache. Genau, meine Hafer- und Mandelmilch mache ich da drin. Ja, ist schon cool. Ich hätte am liebsten jetzt gerne noch so einen Mörser, der kleinere, aber ja, man kann nicht alles haben. Und eine Pfeffermühle. Nein, nicht so wirklich. Ich habe derzeit eigentlich noch ein Kochbuch da von Rüdiger Dahlke, Peace Food. Das habe ich mir so als veganen Einstieg geholt. Es sind auch wirklich richtig leckere Rezepte drin, das muss ich zugeben. Auch die Zutatenlisten sind nicht total übertrieben lang oder es ist ganz viel ausgefallenes. Also da ist wirklich sehr viel für jeden dabei. Ich bin aber nicht so gerne so ein Kochbuch-Kocher. Ich suche meine Rezeptideen meistens irgendwo im Internet raus, aber halte mich in den wenigsten Fällen wirklich an das Rezept. Ich koche ja so oft, dass ich mittlerweile weiß, wie man etwas macht und was mir schmeckt und ja, was so meine Geschmacksrichtung ist. Und deswegen passe ich, also hole ich mir dann so ja, Grundideen, so was könnte man machen und dann ja, mache ich halt das Ganze mit den Gewürzen, Soße und so weiter eigentlich meistens selbst. Ja, da weiß ich dann, dass es mir schmeckt und dass es mir gelingt. Ein Lieblings-Kaffee- oder Teeplätzchen. Meistens trinke ich den Tee von meinem Computer. Und ich mache mal hier ein bisschen zu wegen der tollen Waschmaschine. Ich habe halt hier jetzt gerade in der Wohnung noch nicht so mein Plätzchen. Ich hatte mir eins eingerichtet, das hat sich Murke aber dann unter den Nagel gerissen und das ist so vollgehart, also wenn ich mich da kurz draufsetze, immer dann. Ich sitze auch mal gerne im Bett und lese, aber meistens sitze ich dann doch tatsächlich am PC und gönne mir dann ein bisschen Ruhe oder lese. Also hier, ja, ich habe hier noch nicht so in der Wohnung meinen Platz gefunden dafür. Aber draußen in der Natur finde ich es ganz toll, an meinem Bachstück, also an meinem, in Anführungsstrichen, Bach, Tee zu trinken. Ich habe da jetzt so Thermosbecher für. Die muss man ein bisschen vorsichtig transportieren, weil sie nicht richtig zuschraubbar sind. Aber damit kann ich dann mich an meinen Bach setzen und auch einen schönen Kräutertee oder so trinken. Ja, vielleicht hat euch der Tag ein bisschen gefallen. Mal wieder endlich mal ein kürzeres Video, in dem ich nicht ganz so viel rede und mal irgendwie ein ganz leichtes Thema. Mal gucken, was so die nächsten Tage noch kommt.